Okay, wir starten in Liegestütz, Liam Kostas, voller Einsatz, Nebenmission. In Liams Nebenmission starten wir rein. Liams Nebenmission. Liam. Oh. Sieht aus wie eine Übereinstimmung mit der Systeminfo, die Liam mir gegeben hat. Ich wollte Trümmer und Abtragungen von E-Zero. Hier waren Schiffe. Mein Kontakt Verant ist da draußen. Ich weiß es. Bereit machen für Piraten. Landung nicht möglich. Ich habe einen Plan. Toll, er hat einen Plan. Hey, Kello. Den Mann eine Chance. Er ist Fitness-Experte, okay? Weltraum-Fitness-Coach in der Zukunft. Okay. Möchten Sie zur Mission aufbrechen? Das möchte ich. Wen nehmen wir mit? Liam und seinen besten Freund. Jarl natürlich. Das Traumteam von Liam und Jarl. Wen denn sonst? Oh. Oh, diese Rüstung, verdammt. Oh. Die ist über badass. So, dass es schon zu viel ist. Equalizer wollten wir testen. 3 Mods. Langer Lauf. Kurzer Lauf. gibt natürlich keinen Sinn. Und einen mittellangen Lauf, bitte. Da, passt schon. Piranha behalten wir. Da haben wir alles. Auto brauchen wir keins. Dream Team von Liam und Jar. Es geht los. Okay, wir können gehen. Irgendwohin. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Oh boy, es leckt schon. Das ist nicht gut. Das ist kein guter Anfang. Zu viel für meinen PC. Ja, der leidet. Obwohl, heute ist gar nicht so ein heißer Tag. 23 Grad, das sollte er schaffen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie es zuerst bei einem Außenposten versuchen wollten. Warum kein Einsatzteam? Wie gesagt, ich habe Verant viele Nexus-Daten gegeben. Wenn die Piraten die bekommen haben, wissen sie auch, dass ein Team kommt. Wir sind ein Team. Ich riskiere auch die Tempest nicht. Also würde ich auf Ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erklär's in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Wir kriegen das hin. Gott, die Katzin leckt herum und das Licht glitscht. Natürlich. Okay, ich bin dabei. Was immer wir jetzt auch machen. Ja, ich dachte schon, dass ich... Moment, was? Also, na klar, ja, verdammt. Wenn wir es richtig anstellen, bringen sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Ich glaube, das Spiel ist einfach mit dem Liam-Mod überfordert. Deswegen leckt es hier so rum. Das Mod ist... Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Was ist ein Pferd? Woher wissen wir, dass da draußen Luft ist? Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Kleine Planänderung vielleicht? Okay, es ist ein Kettschiff, aber die plündern doch sonst nicht. Alarm, Liam. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verant finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam. Ich weiß. Zuerst müssen wir Charles nochmal erklären, was... Die Fracht ist eure Bezahlung. Sam, das ist... Die Sprache der Angara, Pathfinder. Zuerst müssen wir Charles nochmal erklären, was das... Das sind deine Drecksensoren.
Zuerst müssen wir Charles noch mal erklären, was das trojanische Pferd ist. Und Rowan. Jetzt lasst mich doch mal reden. Achtung! Meldung an Kellert! Wir haben blinde Passagiere! Die Waffe bangt. Also, Charles. Definitiv nicht von Cat gesteuert. Ausschalten! Das trojanische Pferd oder Trojan ist ein Turmhersteller. Dafür ist es bekannt. Ich bin mir nicht sicher, ob das viel Sinn ergibt mit der griechischen Mythologie. Aber ja. Talon, Pirat. Talon. Warum sagt mir das was? Sicher in mehreren Spielen. Was ist da unten los? Klingt zum letzten Mal. Meldet euch. Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mach ich euch fertig. Alles unter Kontrolle. Nur eine simple Waffenfehlfunktion. Und bei Ihnen? Was soll das? Schalt auf die Bucht, Kameras! Na, dann find's raus! Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Talon Wing. Und jetzt sind auch Sie unser Eigentum. Genau wie der Rest. Und von meinem Das führt zu nichts. Was jetzt? Erschießen wir die Piraten und retten ihren Kontakt? Sie ist hier. Irgendwo. Ob Sie das Ding geborgen haben? Sie sind keine Cat. Sam, hast du uns? Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Toll, was jetzt? Wir müssen Varan finden. Hier lang. Nicht hier lang. Da lang. Oh. Da wird deutlich gerechnet. Oh. Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkam. Sind wir sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. Cooler Mass Effect Andromeda. Soll ein kleiner Fisch sein. Humor. Das Schiff sagt was anderes. Ein Zufallsfund? Härtere Gegner. Oh. Oh. Uff. Uff, der fliegt. Verstärkung. Bleibt noch wer hinten. Oh, ist das cool. Hin. Ja, der geht irgendwo hin. Hopp, wir haben doch einen erwischt. Das ist Ausrüstung von Varans Außenposten. Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt. Das muss es sein. Zu der Tür. Ich denke, das sind alle Pistols cool. Diese Tür, Leon. Die Tür ist verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? Na los, wir müssen Varan finden. Wir wissen noch nicht mal den Weg. Irgendwas muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Das bringt nichts, Liam. Ich weiß, es ist dumm, es ist alles dumm. Schluss damit. Hören Sie auf zu hoffen und konzentrieren Sie sich. Und schon bröckeln. Wir haben einen miesen Rettungsplan und den ziehen wir durch. Noch Fragen? Nein. Gut. Ob er wohl sauer wegen der Konsole ist? Was soll er denn noch tun? Charles? Oh, shit! Liam, halt mich. Wie unpassend. An die Zugangspunkte, los. Brauchen Sie Hilfe? Augie,
Das nenne ich Timing. Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge. Oh, ein Spannungsstoß. Diese Bestie mag keine Störungen. Künstliche Gravitation, alles dreht sich! Liam, Pathfinder, alles okay? Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Mach ich's eben selbst. Was ist das für eine Mission? Ich hab die nie gemacht. Damit haben wir Ihren Mann verärgert. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Verand. Wir halten das Schiff stabil. Ja, verdammt! Sehen Sie sich das viele Zeug? Wir haben die Karte verloren. Sam? Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Ich fühle mit dir. Oh, ist das die Comic Relief Mission? Ja, genauso seitwärts gekippt wie wir. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben. Wo ist der Typ hin? Dann habe ich auf die andere Seite der Map geschossen. Oh. Alter, wie viel Overkill. Wie viel Overkill. Da lebt ja noch wer. Oder? Nein. Ach, das war Overkill, verdammt. Open up. Erwarten möglicherweise ziemlich viele Piraten. Das Schiff ist groß. Mit so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Ich will Gravitation. Bin ich ja. Mit ihm darum. Meldung. Ketzgitter mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Was? Ich stehe nur Bahnhof. Oh. Ein Sturz hinter uns. Ach, dann müssen wir wohl notgedrungen weiter nach vorne. Das Positive daran ist, dass sich niemand von hinten an uns heranschleichen kann. Immer positiv denken. Sackgasse hinter der Tür. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns, oben. Ja, hochschießen. Ah. Hochschießen. Da geht's ganz schön weit rauf. Moment, da ist eine Entlüftung. Die können wir sprengen. Woher wissen Sie das? Verand hat es erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Achtung, sie kommen zunehmend besser zurecht. Wir auch. So macht man das. Sie sind eingesperrt. Erschießen Sie und keine Ausreden mehr. Oh, nettes Timing. Wir kümmern uns um die Tür. Sie kämpfen. Dieser Ort macht Ihnen zu schaffen. Gut, gleiche Voraussetzungen für alle. Uff. Oh, los. Wo lebt noch was? Ganz oben. Ach, komm schon. Pathfinder, Tanner arbeitet an der Abregelung. Was für ein Chaos. Ich kann sie rausholen, aber ich brauche Daten. In dem Raum müsste eine Steuerzentrale sein. Ihr Sam soll sie scannen und mir rüberschieben. Oh, ja, ja. Steht alles auf dem Kopf irgendwie. Hier oben. Sendescan-Ergebnisse. Ah, dieser Kerl hat einfach die Energie umgeleitet. Amateur. Gehen Sie zu diesen Zugangspunkten, Pathfinder. Ich synchronisiere alles mit Ihrem Vorankommen. Okay. Vorwärts, Team. Ja, aktiviere. So wird's gemacht. Weiter.
Und so haben sie sich das Schiff unter den Nagel gerissen. Der Typ hat dieses verlassene Schiff wieder flott gemacht und verschwendet es jetzt mit Raubzügen? Es gibt Leute, die stehen nicht mehr auf, wenn sie mal am Boden liegen. Mehr brauche ich nicht. Geben Sie mir eine Minute. Und wir wissen ja ein wenig über diesen Kellett. Der Typ ist extrem reizbar. Und dieses Schiff hat ihn definitiv gefährlich gemacht. Ich kenne die Sorte. Kleiner Mann, große Knarre. Ich bin in Ihrem Sicherheitsbereich, falls man das so nennen kann. Da sind die Türen und, oh, Kameras. Schon dabei. Behalten Sie die Monitore im Auge. Da ist Verant. Und was soll das? Sie haben auch Menschen eingesperrt. Ihre Zeiteinschätzung war falsch, Liam. Kellett wollte die Initiative nicht bald angreifen? Er hat es bereits getan. Pathfinder, wir müssen das beenden. Ich arbeite daran. Oh, sind das Roadcast oder was in die Richtung dann? Die Gravitation schwankt. Runter von meinem Schiff. Orgi? Bin noch da. Wir finden einen... Das ist der Frachtraum. Schon wieder. Was soll das heißen? Ihr könnt sie nicht sehen. An alle, bereit machen. Ich freue mich schon drauf, ihn zu treffen. Pathfinder, die Tür da oben. Sie war vorhin blockiert. Wie sieht's aus, Bradley? Negativ. Sie müssen scannen und eine manuelle Lösung finden. Die kriege ich nicht auf. Suchen Sie nach einer Konsole. Wenn wir das hier verschieben, können wir die Tür vielleicht erreichen. Suchen wir die Steuerung. Verstehe. Überwache noch immer ihre Kameras. Kellett hat Leute im Gang hinter dieser Tür. Und die Gefangenen? Hinter ihnen. Ich bin bereit, wenn sie es sind. Was passiert jetzt? Tür und Kran. Es geht los. Das wird vielleicht eine Explosion. Das ist, als würde man in einer umgestürzten Spielzeugkiste kämpfen. Ja, ich mit den vergleichen. Auch gerade nichts gesehen. Aber viel Loot liegt darum. Öffnen. Langsam haben wir den Bogen raus, stimmt's? Schalte die Energie für die Tür vor Ihnen ein. Das verriegelt allerdings die hinter Ihnen. Wir drehen sowieso nicht um. Sie wissen schon, dass wir... Sie haben sich im nächsten Raum verschanzt, Pathfinder. Ein Scharfschütze, vielleicht zwei. Und Käfige, glaube ich. Danke für die Warnung. Oh. Geht doch. Oh, noch mehr Tierchen! Bewegung! Ja, da sind die Tierchen. Nix da. Hier muss irgendwo noch ein Gegner sein. Die Tür ist offen, Pathfinder. Oh. Oh, ich sehe Hydras. Natürlich. Da sind sie! Schott schließen! Das ist unsere Chance. Auf sie! Sehen Sie das? Unsere Gefangenen geben richtig Gas. Wir müssen da rein und ihnen helfen. Der perfekte Vanguard Charging. Was sag ich?
Back up, Bumpony. Steht in der Kombi-Explosion. Was musst du? Zu dem Interface, Pathfinder. Ich muss wissen, was auf der anderen Seite dieser Tür passiert ist. Aber gibt's hier noch Loot? Hallo? Jemand da draußen? Wir sind hier. Gehören Sie zur Initiative? Woher kommen Sie? Handelsschiff aus Kadara. Sind Sie von der Nexus? Ryder, Pathfinder von der Hyperion. Heilige Scheiße! Eine Arche ist gekommen? Geht es Verand gut? Liam, was machen Sie denn hier? Ich wollte nicht, dass Sie wegen dem sterben, was ich Ihnen gesagt habe. Ich hätte es niemals verraten. Spielt aber auch keine Rolle. Kellett hat keine Fragen gestellt. Er hat sie hier eingesperrt, genau wie uns. Wir sind nur Arbeitskräfte. Das halbe Schiff ist unser Werk. Wir wussten nicht, dass diese Piraten die Initiative bereits angegriffen haben. Er ist nicht wählerisch. Jeder unterdrückt ihn. Jeder wird dafür bezahlen. Das Schiff tauchte auf und wir haben uns ergeben. Schien uns zu dem Zeitpunkt das Klügste zu sein. Moment. Kellert hat sie gefangen genommen, um dieses Ding zu reparieren? Er wollte Lösegeld für uns, aber dieses Schiff blutet ihn aus. Es ist ein Wrack. Er musste wieder Raubzüge machen, nur um es am Laufen zu halten. Also hat er uns arbeiten lassen. Er hat ein Bastlerauto gefunden und die Wartung nicht berücksichtigt. Wir hatten Hilfe, um bis hierher zu kommen, und wir brauchen weiterhin welche. Können Sie diese Tür öffnen? Ich glaube, Days hat an diesen Systemen gearbeitet, bevor das alles passiert ist. Moment! Ich habe den Override, aber wir brauchen Energie. Das Problem ist auf der anderen Seite. Haben Sie gehört? Können Sie die Energie auf Ihrer Seite einschalten? Sind dabei. Wir holen Sie raus. Orgi, haben Sie das alles mitgekriegt? Koriana, können Sie Ihnen einen Weg freimachen? Mit Vergnügen. Ah ja. Hinab. Ab. Es gibt ein Problem. Days sagt, der Override öffnet nur das Schloss. Und das heißt? Bei normaler Gewichtsverteilung öffnet sich dann die Tür. Aber sie steht auf dem Kopf. Sie wird also von der Gravitation festgehalten. Haben Sie gehört, Orgi? Gravitation! Verstanden. Koriana, wir haben die Kurzschlüsse beseitigt. Könnten Sie vielleicht das Ding drehen? Okay, Pathfinder. Sie haben den Schalter. Energie, Override und festhalten. Dann rennen wir mal das Schiff. Wir haben den Boden. Oh. Ja! Meine Damen und Herren, Ihr Reisefahrzeug wartet an der nächstgelegenen Luftschleuse. Scherzkeks. Tanner führt die Evakuierung durch, aber wir müssen verhindern, dass Kellett uns verfolgt. Wo ist er? Maschinensteuerung. Hinter dem Bereich, wo die Gefangenen waren. Okay, die letzten paar Meter, bevor wir Kellett ein Ende machen. Nach all dem habe ich nur eins zu sagen. Ich bin stolz auf all unsere Leute, Pathfinder. Gehen wir es an. Ich dachte, du wolltest die PIA-Schweinebacke sagen. Okay, halt nicht. Halt keine coolen Sprüche. Das ist okay. Dann müsstest du viel mehr können. Nehmen Sie sie mit. Ich werde sie finden und ihr Zuhause niederbrennen. Ja. Mein Tail und Wing wird Ihnen keinen Schlaf mehr gönnen. Worüber okay. Eingebaute Kühlsysteme? Override. Oh. Ich könnte mich vielleicht doch für diesen Plan erwärmen, Liam. Ich auch. Gib die Koordinaten von EOS ein. Was soll das heißen? Es reagiert nicht. Oh je. Leite jetzt die Energie zum Öffnen der Türen vor Ihnen um. Hoffentlich haben Sie keine Zweifel. Wir sind alle dabei, genau wie die Initiative.
Ich habe ein großes Schiff und werde trotzdem nicht respektiert. Also gut. Es muss nicht so enden. Niemand nimmt mir je wieder etwas weg, Pathfinder. Ich werde sie eigenhändig töten. Kerlet hat ein Haustier. Und einen Schild, der seine Energie direkt aus dem Antriebskern bezieht. Halten Sie durch. Wir versuchen, ihn zu hacken. Ach, schau, das ist das Haustier. Wir haben eine Schwachstelle gefunden. Gehen Sie zu der markierten Konsole. Wir hacken seinen Schild Port für Port. Sie schaffen das, Pathfinder. Schildverstärkung. Sofort. Verdammt. Ich habe diesen Koloss gefunden, wie ich dieses Schiff gefunden habe. So wie ich auch Sie kriegen werde. Das war mein Koloss. Das alles gehört mir. Oh. Dieses Schiff macht mich unbesiegbar. Natürlich, Bro. Auf. Tschüss. Ah, ich gebe mir mal noch mal Brandmull. Wir machen Fortschritte, aber Kellet bekommt immer noch Energie. Was jetzt? Kleinen Moment. Wir suchen nach einer weiteren Schwachstelle. Beeilen Sie sich! Gefunden. Liam, sehen Sie sie? Die zweite Konsole. Legen wir ihn lahm, Pathfinder. Wird gemacht. Ein. Setzt alles ein! Wie was? Räumt die Lager leer. Werft ihnen alles entgegen. Sie müssen zu der Konsole. Apropos werfen. Bleiben Sie an der Konsole. Er bekämpft uns. Uff. Hören Sie auf zu kämpfen. Sie sind ein Nichts. Nein. Uff. Hören Sie auf zu kämpfen. Sie sind ein Nichts. War das schon alles? Ich sperre sie in einen Käfig und mache ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts! Nutzlos! Ups. Noch abgebrochen. Ach, komm schon rauf hier. Bleiben Sie in der Nähe der Konsole. Wie können Sie es wagen? Wie kann es auch nur einer von Ihnen wagen? Sie müssen wieder. Antriebskernenergie umgeleitet. Das war sein Schild. Kellets Schild ist unten. Schnappen Sie ihn sich, Pathfinder. Alle sofort zum Maschinenraum. Jeder Einzelne. Das ist unmöglich. Oh, da fliegt er auch schon. Oh. Er ist erledigt. Kümmern wir uns um den Rest. Wo ist der Rest? Oh, die fliegen alles so schön. Bereit zur Evakuierung, Pathfinder. Kommen Sie zur Luftschleuse, wenn Sie soweit sind. Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit. Mir gefallen die Reaktoren nicht. Wie alles andere. Überbeansprucht. Überbeansprucht. Erzählen Sie mir nicht, dass ein Standard-Shuttle so andocken kann. Ich hab's gesehen. Erzählen Sie es nicht weiter. Da sind Sie ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Orgi.
Wir haben alle gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Das Innere des Schiffs ist mittlerweile völlig verstrahlt. Moment, da will sich noch jemand verabschieden. Danke, Liam. Ich hatte nicht erwartet, was immer das war. Sie haben ihn selbst ordentlich eingeheizt. Mag sein. Aber es ist gut zu wissen, dass einen seine Freunde nicht im Stich lassen. Und deren Freunde. Wir bringen die Leute dahin, wo sie hin müssen. Die meisten wollen nach Prodromos. Verand sagt, wir kriegen vielleicht einige Angara. Das sind gute Nachrichten. Bradley, sorgen Sie dafür, dass Verand sich nicht zu weit entfernt. Ich glaube nicht, dass wir dafür die Autorität haben, Pathfinder. Nennen Sie es eine Einladung, bis wir vorschlagen können, dass die Nexus ihre Protokolle aktualisiert. Verstanden. Genau, was das gerade getan hat. Pathfinder! Was sollte das, Ryder? Es war nicht Verands Schuld. Nicht jetzt, Liam. Sie hat ein Signal gesendet. Ich glaube, wir haben etwas gewonnen. Die Sache war ein bisschen harmig, aber wir haben gewonnen. Wir standen so kurz davor, alle zu verlieren. So kurz. Sie hatten einfach nur Glück. Bis wir wieder in Sicherheit sind, bleibt sie, wo sie ist. Wir waren nie sicher. Verdammt, Ryder. Scheiß auf die Codes und die Piraten. Verand ist der Erfolg. Ihre Leute wissen jetzt, dass sie sich für sie einsetzen. Genau wie für uns. So führen wir alles zusammen. Es tut mir leid, dass wir so viel riskieren mussten. Aber nicht, dass Pathfinder jetzt für mehr Leute eine echte Bedeutung hat. Nein, Liam. Für solche Risiken steht zu viel auf dem Spiel. Klar, nur das zählt. Dafür sind wir hergekommen, um uns nicht auf andere zu verlassen. Oh. Selbst zu wird da reingequatscht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Ein bisschen muss man dem schon zeigen, wer der Boss ist. Ein bisschen Autorität von ihm fordern. Oh. Vielleicht ist es ein Liam sein Mord, dass mein Spiel so aufhängt. Vielleicht war nicht ich wieder Liam sein Mord. Schauen wir mal, ob er noch lebt unten. Wow. Oder mein PC ist einfach schon so überfordert, weil er seit 2 Stunden schon Mass Effect durchlaufen hat. Weil, ja, mit so vielen Mods ist das Spiel halt ein bisschen heavy on the CPU. Hallo, du futterst also unsere ganzen Frühstücksflocken weg. Ich habe kurz geteepost. Laut Scans hast du weder Giftdrüsen noch Klauen noch sonst irgendwas. Das Einzige, wofür du eine Gefahr darstellst, sind vermutlich Essensreste. Oh, ist das Ding fett schon. Weißt du, von Pathfindern wird erwartet, dass sie alle neuen Lebensformen katalogisieren. Ich sollte dich irgendwo hinbringen, wo du sicherer bist als in unserem Frachtraum. Was sagst du zu einem netten, warmen Käfig in meinem Quartier und so vielen Frühstücksflocken, wie du essen kannst? Ich schätze, jeder hier braucht ein Zuhause. Ich werde es nicht überfuttern, das Ding. Wo ist Liam? Ich kann doch kein fettes Haustier hier haben. Ja. In der Küche war er. Die Falle überprüfen. Vorbei. Ich wollte das Haus denken. Wohl in Prodromos typische Menschenhäuser? Wir haben eine ziemlich große Vielfalt, sogar innerhalb unserer Spezies. Ich würde daher nichts als unbedingt typisch bezeichnen. Gut, dann Ihr Haus. Wie sah das Zuhause Ihrer Familie aus? Es könnte sein, dass ich dann weinen muss. Ist das beschämend?
Wir weinen zusammen, lachen zusammen. Manchmal streiten wir auch wie Adi. Das klingt wirklich wie zu Hause. Hey, Pathfinder. Ich analysiere immer noch die Sache mit Verrant und Khaled. Die Daten der Nexus werden geändert. Dafür habe ich gesorgt. Cash ist darüber zwar nicht glücklich, aber sie kann sich ja bei mir beschweren. Wichtig sind nur Sie. Sie müssen wissen, dass ich Ihre Entscheidung verstehe. Genau wie Verrant. Entschuldigung akzeptiert, Liam. Aber lassen Sie uns das nicht nochmal machen. Oh, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich habe nämlich über einige Dinge nachgedacht. Ich möchte etwas für uns und die Angara arrangieren, sobald sich die Lage beruhigt hat. Vielleicht rede ich mit Jorl über die Rokar. Wenn Sie dem Ganzen etwas Nachdruck verleihen, kann ich mich um normale Dinge kümmern. Okay. Brauchen Sie etwas? Ich kann unterbrechen, was ich gerade mache. Bis später, Jorl. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Stärke und Erfolg wollen wir alle haben. Vier Muscle-Ups reichen nämlich nicht. Das ist zu wenig. Oh, hier liegt es auch ein bisschen stark. Ah ja. Wie soll man all dem leckeren Obst auf Aya widerstehen, hä? Überprüfen Sie Ihren Helm, bevor Sie ihn aufsetzen. Sehen Sie diesen Kratzer hier? Er hatte in meinem geschlafen. Oh. Er mag dich, Cora. Wenn er nichts anderes hinterlassen hat in deinem Helm, kannst du froh sein. Okay. Willst du mir was sagen, Suvi? Warum leckt dir alles, hm? Bist du schuld? Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Ich habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und... Sie wollen, dass ich danach suche? Oh, würden Sie das tun? Es wäre schön, den anderen, Sie wissen schon, eine Freude machen zu können. Ob, ja, wenn du die ersten Blacktests an diesen Snacks machst, ja. Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Kerlo. Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Okay. Ja, als nächstes machen wir, glaube ich, einen Jarl. Es leckt schon alles herum. Wo haben wir Liam? Der ladet extra lang, 40 Punkte her. Da sieht man, wie viel ich mit ihm gespielt habe. Schaden gegen Schilde. Chaos, Splittergranate, ganz wichtig. Okay. Nein. Nein, alles auf Schaden. Alles auf Schaden. Perfekt. Perfekt. Ja, das brauchen wir nicht. Ich habe keine Punkte. Das passt hier schon. Mein PC braucht eine Pause. Er braucht eine Pause. Ich auch. Ihr auch. Ist eine kurze Folge halt. Extra für Liam. Jo. Peace out.